Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Parkinson-Schule. Ich darf heute Herrn Professor Dr. Zeballos Baumann begrüßen. Er referiert für uns zu dem Thema motorische Symptome und ihre Behandlung. Und ich übergebe an Professor Dr. Zeballos. Seien Sie gegrüßt, wo immer Sie auch sein mögen. Mein Name ist Andres Zeballos Baumann. Ich bin von Herrn Zender eingeladen worden, hier über motorische Symptome und ihre Behandlung zu sprechen. Ich bin an der Parkinson-Fachklinik der Schönklinik München-Schwabing. Und in Ihrer Ankündigung waren auch noch weitere Begriffe erwähnt, wie Feinmotorik, Fehlhaltung. Das wollen wir alles angehen. Also, es geht um motorische Symptome und ihre Behandlung. Und da muss man sich erstmal fragen, was sind diese motorischen Symptome und wie können wir sie angehen? Das ist natürlich viel für eine Sitzung in der Parkinson-Schule. Also, ich kann da nur die Grundzüge erwähnen. Und wir gehen jetzt hier gleich rein in medias res. Also die motorischen Symptome definieren, was als Parkinson bezeichnet wird. Eine Vielzahl von ähnlichen Erkrankungen, die sich auf gemeinsame motorische Hauptsymptome beziehen. Den älteren Herrn, den Sie hier sehen, werden Sie vielleicht erkennen. Das ist der frühere Papst Johannes Paul II. Und die motorischen Symptome, die Kernsymptome sind da alle schon zu beobachten. Ich werde ihm im Einzelnen gleich näher vorstellen. Aber Parkinson ist nicht etwas, was nur ältere Herrschaften betrifft. Also Michael J. Fox, den Begründer der Michael J. Fox Foundation, die weltweit tonangebend ist in der Parkinson-Forschung, der musste seinen Krankheitsbeginn mit 27 Jahren erleben. Und da sehen Sie ein Zeichen, nämlich, das ist ganz klassisch, das sind die Dopadyskinesien, das sind diese Überbewegungen und wer sowas hat, der hat eigentlich die Parkinson-Krankheit im engeren Sinne. Also bei dem Johannes Paul II. Wissen wir es nicht ganz genau, weil wie er auf Medikamente angesprochen hat, ist nicht so ganz klar, aber Sie können alle Parkinson-Symptome bei ihm beobachten. Das grundlegende motorische Symptom der Bradyhypokinese ist, was Parkinson ausmacht. Ohne Bradyhypokinese können Sie eigentlich nicht von einem Parkinson-Syndrom oder von einer Parkinson-Krankheit sprechen. Bradyhypokinese heißt Brady eben langsam und Hypo wenig, heißt Bewegung wird langsam und kleinräumig. Ja, es gibt noch einen weiteren Begriff, Akinese. Das ist eigentlich die Schwierigkeit, Bewegung zu starten oder zu initiieren im engeren Sinne. Aber diese Begriffe Akinese, Bradykinese, Hypokinese werden im klinischen Alltag synonym, also gleichbedeutend verwendet. Und Sie sehen hier eine Statue von Wilhelm von Humboldt als junger Mann oder als Mann in seinem mittleren Lebensalter mit einem ausdrucksstarken Gesicht, mit einer dynamischen Körperhaltung und dann als alter Mann, da sehen Sie die Hypomimie, also ein zu wenig an Ausdrucksmotorik im Gesicht, dann die leicht gebeugte, gebundene Körperhaltung und schließlich auf dieser Folie seine Unterschrift, wie sie sich entwickelt, also die Feinmotorik ist betroffen, die Mikrographie, die Kleinschriftigkeit. Er war im Übrigen der Erste, der als Patient dieses klassische Parkinson-Symptom beschrieben hat. Und was man noch erkennen kann, ist, dass diese Schrift eben zunächst etwas größer anfängt und dann kleiner wird. Wir bezeichnen das als Dekrement. Also zu wenig Hypokinese, Brady langsam, die Bewegungen, das haben Sie im Video gesehen beim Papst und die Kleinräumigkeit kann man sehr gut an der Unterschrift.
Ein Parkinson-Syndrom wird durch drei motorische Hauptsymptome definiert. Diese drei motorischen Hauptsymptome hat man schon als Medizinstudent gelernt. Die Trias, Akinese, Rigor, Tremor. Akinese, Bradykinese, Hypokinese, diese Begriffe werden im klinischen Alltag synonym, das heißt gleichbedeutend verwendet. Bradyhypokinese meistens. Akinese beschreibt im engeren Sinne die Schwierigkeit, Bewegung zu starten, also zu initiieren. Brady eben langsam und Hypo wenig. Beispiele haben Sie jetzt schon gesehen und sind hier auch noch aufgeführt. Und um ein Parkinson-Syndrom, also ein unspezifisches Parkinson-Syndrom, nicht unbedingt die Parkinson-Krankheit zu diagnostizieren, braucht man eben die Akinese und eines der folgenden Symptome, den Tremor, Zittern, in Ruhe, verbessert sich bei Bewegung und oder Rigor, Muskelsteifigkeit. Es äußert sich durch vermindertes Armpendeln beim Gang, was dann auch die Schulterschmerzen erklärt. Die Haltung wird gebeugt. Und es gab auch noch früher die posturale Instabilität, also die Standunsicherheit, also Störung der das Gleichgewicht regulierende Reflexe. Das war ein viertes Zeichen, aber wenn man das jetzt heranführt, hat man Schwierigkeiten, Parkinson-Krankheit von Parkinson-Syndrome zu unterscheiden im Anfangsstadium, weil nämlich die Standunsicherheit früh im Verlauf eines Parkinson-Syndroms spricht eigentlich gegen das Vorliegen der Parkinson-Krankheit im engeren Sinne. Motorische Symptome sind also essentiell für die Diagnose einer Parkinson-Krankheit. Zunächst fragen wir uns, liegt ein Parkinson-Syndrom, ein unspezifisches Parkinson-Syndrom, da gibt es auch den Begriff des Parkinsonismus vor, das heißt, liegen neben der Bradyhypokinese noch Tremor und oder Rigor vor. Dann schaut man nach Ausschlusskriterien für eine Parkinson-Krankheit, also PK hier für Parkinson-Krankheit, und liegen unterstützende Kriterien für eine Parkinson-Krankheit vor. Also ein klassisches, wesentliches, unterstützendes Kriterium für das Vorliegen einer Parkinson-Krankheit ist das gute bis sehr gute Ansprechen auf die Dopaminersatztherapie, insbesondere auf Levodopa. Und wer es genau wissen will, hier jetzt noch die neuesten klinischen diagnostischen Kriterien nach der Movement Disorder Society, wo eben, was ursprünglich noch galt in den alten Kriterien nach Hughes und Mitarbeitern, nämlich die posturale Instabilität, die Standunsicherheit früh im Verlauf, wurde fallen gelassen. Wir können die motorischen Symptome auch anhand einer Checkliste für die Erstdiagnose durchgehen, die ich mal seinerzeit mir von der Webpage der Parkinson-Vereinigung herunterkopiert hatte. Also, da gibt es einen Fragenkatalog, wenn drei Antworten Ja lauten, dann sollte man neurologischen Rat aufsuchen. Das heißt nicht, dass man eben Parkinson hat, sondern es könnte eben sein, okay, fällt es Ihnen schwer, von einem Stuhl aufzustehen? Da gibt es auch andere Gründe, warum das sein kann. Ist die Handschrift im Verhältnis zu früher kleiner geworden? Wir haben Beispiele dafür gesehen. Hat Ihnen jemanden gesagt, dass Ihre Stimme leiser sei als früher? Haben Sie Schwierigkeiten beim Gehen, das Gleichgewicht zu halten? Fühlen Sie sich manchmal plötzlich wie eingefroren? Zum Beispiel, wenn Sie durch eine Tür gehen, das wäre das Freezing. Scheint Ihnen Ihr Gesicht weniger ausdrucksvoll als früher? Die Hypomimie. Zittern Ihre Arme oder Beine? Also es geht um ein Ruhetremor, also ein Ruhezittern in Ruhe. Fällt es Ihnen schwerer, Knöpfe an Ihrer Kleidung zu schließen, also Feinmotorik, Kleinräumigkeit der Bewegungen? Macht es schwer, solche Aktivitäten des täglichen Lebens gut zu meistern?
schleifen sie mit den Füßen und sind ihre Schritte kleiner geworden. Also wiederum auch eben diese Bradyhypokinese beim Gangbild. Also wir sind bei der Bradyhypokinese und wir brauchen nur ein weiteres Symptom, Ruhe, Tremor oder Rigor. Hier sehen Sie auch einen bekannten Parkinson-Patienten. Zu der Zeit, als er sich geoutet hat als Parkinson-Patient. Bei ihm ist es aufgrund der Körperfülle vielleicht nicht so aufgefallen, dass er so blockartig läuft. Hier ein paar Jahre später, also auf diesem Volksfest, beobachten Sie, wie er sich dreht, wie er die rechte Hand bewegt, mit der linken hält er das Mikrofon und kein Tremor, muss nicht sein. Also Tremor ist nicht das wesentliche Zeichen bei Parkinson. Es gibt viele Patienten, die erleben während ihrer ganzen Krankheit keine Probleme mit Tremor. Und zusätzliche Ausschlusskriterien, bestätigende prospektive Kriterien, werde ich nochmal drauf eingehen. Also hier sehen Sie zum Beispiel wieder unseren Papst. Was Sie erkennen, ist die Bradyhypokinese, der Ruhetremor und die Haltungsstörung. Hier der frühere Außenminister Österreichs, der Österreich in die Europäische Union geführt hat. Was zeigt er? Da ist jetzt keine Bewegungsverlangsamung zu sehen, sondern im Gegenteil, er zeigt also Überbewegung, wir sagen dazu Dopadyskinesie. Und das ist ein Zeichen, dass es sich um die eigentliche Parkinson-Krankheit handelt. Das werden Sie bei anderen Parkinson-Syndromen nicht in dem Ausmaß sehen. Parkinson-Syndrom ist definiert durch motorische Symptome wie die Bradyhypokinese, aber nicht motorische Symptome können im Verlauf in den Vordergrund treten. Also ich sage häufig, die motorischen Symptome sind die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was sichtbar ist, was messbar ist. Deswegen hat sich auch die Neurologie lange Zeit eben nur mit dem aufgehalten. Und die nicht motorischen Symptome sind etwas, die jetzt erst in den letzten 10 Jahren begonnen werden, näher zu erforscht zu werden. Zum Beispiel Schmerzen. Schmerzen hängen allerdings auch mit der Motorik zusammen. Schmerzen gehören häufig zu den Erstsymptomen und werden als orthopädische Problematik, zum Beispiel Schulter-Arm-Syndrom, fehlgedeutet. Warum kommt es zu diesen Schulterschmerzen? Der Armpendel beim Gehen, wie Sie es auch vorhin beim Ottfried Fischer gesehen haben, der lässt nach, die Schulter versteift sich aufgrund auch der Rigidität. Kommt es dann zu einer Minderbewegung und das führt zu Schmerzen. Wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir die Gelenke nicht ständig in Gebrauch halten, sind die Chancen hoch, dass wir darin dann Schmerzen entwickeln. Schmerz geht nach einer Studie 9% der Fälle der Parkinson-Diagnose voraus und verschleppt die Diagnosestellung. Und hier in Deutschland gehen die Patienten, wenn sie nicht gerade dieses charakteristische Ruhetremor-Syndrom haben, zunächst einmal zum Orthopäden. Deswegen. Also Frozen Shoulder sehr häufig, also damit kann die Parkinson-Krankheit beginnen. Haltungsstörungen bei Parkinson, hier sehen Sie den sogenannten Anticollis, also wenn der Kopf nach unten gebeugt wird oder andere Begriffe sind Head-Ptosis oder Drop-Head, PISA, wie schon der Name sagt, also die schiefe Haltung. Wichtig bei den Haltungsstörungen ist, also wenn sie so extrem sind wie hier, dann bezeichnet man sie als Kamptokormie, dass sie sich im Liegen zurückbilden, also als Abgrenzung gegen fixierte Haltungsstörungen, die knöchern bedingt sind. Und Wirbelsäulenchirurgie ist bei
solchen Haltungsstörungen keine Alternative. Im Gegenteil, also das ist ein gefährliches Unterfangen und wir wissen, dass vorangegangene Operationen im Lendenwirbelsäulenbereich ein Risikofaktor für die spätere Entwicklung von einer Kamptokormie darstellen. Also solche Gestelle sich einbauen zu lassen, ist kein guter Rat. Auch wäre ich zurückhaltend bei der invasiven Schmerztherapie bei Rückenschmerzen, egal ob das operative Verfahren sind, auch minimalchirurgische Verfahren oder auch schon allein Infiltrationen, ob die so viel bringen, das ist unklar. Freezing of gait. Was bezeichnet man damit? Die episodische Unfähigkeit, effektive Schrittbewegungen zu generieren. Das ist ein typisches Muster bei der Parkinson-Gangstörung im weiteren Verlauf, also neben der Kleinschrittigkeit. Hier sehen Sie im Übrigen auch einen Patienten, der ein erhebliches Ruhezittern, ein Ruhetremor aufweist. Die Kollegin, die in dem Video zu sehen ist, versucht ihm nicht ein Bein zu stellen. Im Gegenteil, sie versucht einen Hinweisreiz zu geben, dass der Patient eben weitergehen kann. Freezing of gait wird ausgelöst durch Drehungen, Initiierung, also beim Starten kann es ein Thema sein. Räumliche und zeitliche Enge sind Provokationsfaktoren. Es ist sehr häufig nach dieser Erhebung, nach der Sydney-Studie, die weiterhin immer wieder zitiert wird, 15 bis 18 Jahre nach Diagnose eines primären Parkinson-Syndroms, also nach Diagnose der eigentlichen Parkinson-Krankheit, haben 81% der Patienten Freezing. Es ist ein Problem bei der tiefen Hirnstimulation. Warum das so ist, ist unklar, ob die tiefe Hirnstimulation das erleichtert. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung und es hat auch Begleitphänomene, zum Beispiel der gleiche Patient ist hier zu sehen, wie er Fahrrad fährt. Und dieses Phänomen hat sogar die Aufmerksamkeit, es wurde im Lancet mal als Fallbeispiel veröffentlicht, als Kasuistik und im New York Times wurde es aufgegriffen als, als merkwürdige Situation, dass eben Parkinson-Patient hier wunderbar Fahrrad fahren kann. Achten Sie jetzt auch, wenn er zurückkommt, das Freezing, das geht sofort wieder los, wenn er vom Fahrrad absteigt. Fährt auch ohne Helm, also das Fahrradfahren muss sicher sein für ihn, aber hier gleich, wenn er ab, geht es gleich wieder los mit dem Freezing. Warum das so ist, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen, aber ich erwähne mal das Stichwort Hinweisreize, Cueing, also die Pedale wirken wie so ein, ja, wie ein Prompter, wie eine Soufflöse, die dem Schauspieler, also dem Hirn sagt, hier das Programm muss weitergehen. Die motorischen Symptome bestimmen den Schweregrad eines Parkinson-Syndroms nach Höhen und Jahr. Und diese Höhen- und Jahr-Einteilung ist relativ einflussreich. Also auch im Krankenhausentgeltsystem spielt das eine Rolle, wenn Sie auf Ihre Überweisungen schauen. Die ICD-Diagnosen orientieren sich letztlich an Höhen und Jahr, obwohl diese Klassifikation aus einer, nicht Klassifikation, diese Stadieneinteilung aus einer Zeit der Vor-Dopa-Ära kommt. Also da war der Verlauf noch ein ganz anderes Parkinson-Syndroms. Also römisch 1 wäre Anzeichen und Symptome nur auf einer Seite. Dann 2 beidseitige Symptomatik, leichte Beeinträchtigung von Haltung und Gang, minimale Behinderung. Römisch 3, das wäre dann schon eine allgemeinere Verlangsamung der Körperbewegungen und vor allen Dingen eben beginnende Beeinträchtigung des Gleichgewichts beim Gehen und Stehen. 4 schwere Symptomatik, Gehfähigkeit zu einem gewissen Grad noch erhalten, also das Freezing dominiert und Parkinson-Patienten sind also nach römisch 4 nicht mehr in der Lage, alleine zu wohnen.
Tremor kann im Vergleich zu früheren Steinen zurückgegangen sein und römisch 5 ist dann eben die dauerhafte Pflegebedürftigkeit. Wie gesagt, das ist eine Stadieneinteilung, die rührt noch aus einer Zeit, als es noch kein Levodopa gab, als es noch keine effektive Behandlung der Parkinson-Krankheit gab. Und ist erstaunlich, dass sie sich so lange noch hält und so einflussreich ist. Aber wie Sie sehen, werden hier viele motorische Symptome erwähnt. Und das leitet mich jetzt schon in Richtung Therapie. Zum Beispiel auch wir haben ein Modellvorhaben mit der AOK in München zunächst. Jetzt wird es auch ausgerollt auf Bayern, sofern eben Physiotherapeuten sich finden, die da mitmachen. Und da gibt es eben auch verschiedene Module, die sich an diese Höhen- und Ja-Klassifikation orientieren, was gemacht werden muss von physiotherapeutischer Seite. Später werde ich darauf eingehen, was für physiotherapeutische Instrumente wir zur Verfügung haben. So, denn jetzt sind wir schon weitergekommen und jetzt geht es um Grundzüge der Behandlungsmöglichkeiten. Die ganzen Medikamente, die heutzutage in Deutschland zugelassen sind, wurden mit den Zielsymptomen der Motorik untersucht. Und es gibt zwei Ausnahmen, hier in Kursiv, das Rivastigmin, in Deutschland nur die oralen Kapseln für Parkinson, Demenz zugelassen. Pflaster ist in Deutschland komischerweise nicht für Parkinson zugelassen, in anderen Ländern schon. Und es gibt noch ein Antipsychotikum, das Clozapin. Das sind die Ausnahmen. Alle anderen Medikamente werden mit Beurteilungsskalen untersucht oder wurden in den Studien, die zur Zulassung geführt haben, eben in ihrer Potenz auf die motorischen Symptome studiert. Und in den Leitlinien, also in der letzten Version aus dem Jahr 2023, wird Levodopa zur Therapie der Symptome der Parkinson-Krankheit, also PK steht hier für Parkinson-Krankheit, in allen Stadien eingesetzt. Mit den Zielsymptomen Akinese und Rigor, also hier wird Akinese wiederum synonym für Brady und Hypokinese eingesetzt und Rigor die Muskelsteifigkeit. Die Besserung ist meist äquivalent, also ist vergleichbar, auch auf dem Parkinson-Tremor. Allerdings, wenn der Parkinson-Tremor sich nicht so leicht mit Standarddosen von Levodopa zu behandeln lässt, dann braucht man bei dem Parkinson-Tremor häufig hohe Dosen. Das ist jetzt auch erstmals in Leitlinien so erwähnt worden. Das war schon längere Zeit bekannt, aber jetzt ist es auch aktenkundig, dass man das machen soll. Also wir sehen viele Patienten mit einem schwer zu beeinträchtigenden Parkinson-Tremor, die einfach unterdosiert sind. Die Dopaminagonisten als Dopamin Nachahmerstoffe spielen auch eine wichtige Rolle in der Behandlung der Parkinson-Therapie und es geht wiederum als Zielsymptom Akinese und Rigor. Levodopa-Wirkungsschwankungen sind auffällig aufgrund der motorischen Symptome. Also hier sehen Sie wieder eine Patientin mit Freezing, wie sie selbst ihre Übungen macht, indem sie eine enge Stelle geschaffen hat mit diesen zwei Stühlen. Und da sind wenige Minuten zwischen diesen Aufnahmen. Das ist natürlich ein sehr ausgeprägtes, illustratives Beispiel für das sogenannte On-Off. Die Wirkungsschwankungen, die eben nach Jahren des
guten Ansprechens, also für die Patienten, die gut ansprechen. Also wir sollten ja auch immer daran denken, dass es viele Patienten mit Parkinson-Syndrom gibt, die nicht so gut, auch in den ersten Jahren nicht so gut auf die Medikation ansprechen. Dann kommt es zu diesen Wirkungsschwankungen im weiteren Verlauf. Allerdings, da können Jahre, Jahrzehnte vergehen, bis es so weit kommt. Und was kann man anbieten bei Phasen von schlechter Symptomkontrolle, also sogenannten Off-Phasen, also häufiger Levodopa, also Dosisfrequenz, Dosierungsfrequenzsteigerung, herausfinden, beeinflussen Mahlzeiten, die Wirkung von Levodopa, wenn dem so ist, kann man das anpassen. Die bedarfsorientierte Gabe von Medikamenten, eben wir sagen dazu der Joker, bedarfsorientiert bei Offs oder On-Demand wird auch jetzt von On-Demand-Medication aus dem Englischen gesprochen. Und da gibt es jetzt ja auch einige Dinge. Die Industrie entdeckt diesen Bedarf jetzt neu. Also was es schon lange gab, war das Madopar LT, also was aufgelöst eingenommen werden kann, muss aber nicht. Dann das Levodopa zum Inhalieren. Was es schon früher längere Zeit gab, aber invasiver ist, ist den Pen, also eine Spritze, ähnlich wie ein Diabetiker, der sich Insulin extra spritzt. In Phasen von einem Off wirkt am schnellsten und seit wenigen Monaten in Deutschland auf dem Markt das Apomorphin zur sublingualen Darreichung, also unter die Zunge, als eine weitere Bereicherung der Möglichkeiten für die bedarfsorientierte Einnahme. Und erst im weiteren Verlauf haben wir noch die Medikamentenpumpen und die tiefe Hirnstimulation. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es viele Patienten gibt, die schon zur Medikamentenpumpen oder tiefen Hirnstimulation kommen und die eigentlich von dieser flexiblen Form des Einsatzes von Dopaminersatzstoffen noch gar keine Erfahrung gemacht haben. Wenn dann tatsächlich geräteunterstützte Therapieverfahren zum Einsatz kommen sollen, haben wir eben die Möglichkeit, äußerlich tragbare batteriebetriebene Pumpen mit Dopaminersatzstoffen für Infusionen einzusetzen. Da ist subkutan Apomorphin und neuerdings die Fos-Levodopa-Fos-Carbidopa-Pumpe zu erwähnen, unten die Fos-Levodopa-Fos-Carbidopa-Pumpe, oben eine der Apomorphin-Pumpen. Inwieweit die direkte Zuführung von Levodopa-Carbidopa oder sogar Levodopa-Carbidopa-Entacapon über einen Katheter, der über eine sogenannte PEC, also über einen Schlauch in den Magen geht, weiterhin zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Sicherlich wird es immer Spezialindikationen geben. Und als weitere geräteunterstützte Therapie haben wir die tiefen Hirnstimulation, Hirnschrittmacher, was natürlich ein Live-Event ist, diese Operation über sich zu ergehen zu lassen. Aber es gibt viele Patienten, die sehr zufrieden sind und auch das Problem der Betreuung wird zunehmend einfacher, weil es jetzt Impulsgeber gibt, die auch über das Internet, also der Patient kann weit weg sein auf einem anderen Kontinent und wir können eben die Stimulationsparameter dem klinischen Verlauf eben remote, also über das Internet anpassen. So, jetzt kommen wir zu Beispielen aus der Physiotherapie. Da möchte ich einige erwähnen. Also im frühen Stadium der Krankheit gibt es das LSVT-BIC zur Behandlung der Bradyhypokinese. Eine Strategie, um die Kleinräumigkeit von Bewegungen zu kompensieren. Also da muss man schon auch fit sein, das ist körperlich anstrengend. Und die Idee ist, dass hier dass eben gegen
die Kleinräumigkeit von Bewegung bearbeitet wird, dass das Hirn in Gramme bekommen soll, die Tendenz, Bewegung immer kleiner werden zu lassen, entgegenwirkt. Das LSVT BIC kommt aus der Stimm- und Sprechtherapie eigentlich. Erst kürzlich hatten wir in den Schwabinger Parkinson-Infos eine Veranstaltung hierzu. Also Lee Silverman, der Name ist, es war eine Parkinson-Patientin, die eben diese Flüsterstimme hatte und ein Trainingsprogramm schaffen wollte und stiftete der Universität Colorado einige Millionen Dollar und damit wurde das LSVT Loud gebildet oder entwickelt und das Loud, also Think Loud, Shout, also Amplitude, das ist jetzt hier bei LSVT BIC einfach übernommen worden. Also nicht laut, sondern groß. Groß, deswegen big. Das ist ein Beispiel. Tai Chi, lange Zeit belächelt. Aber es hat es schon 2012 in das Top-Journal der Medizin geschafft. Das New England Journal of Medicine. Da wurde eine Studie mit über 150 Patienten, wenn ich mich richtig erinnere, durchgeführt. Tai Chi wurde gegen Krafttraining und gegen Stretching verglichen. Und da sieht man, das ist jetzt etwas sperrig, maximale Verlagerung des Körperschwerpunkts war eben ein Parameter, den man gemessen hat. Aber vielleicht andere Parameter sind leichter zugänglich, also Gehgeschwindigkeiten in Zentimeter pro Sekunde bei Tai Chi, also nach der Therapie erhebliche Zunahme, bei Kraft auch, zum Beispiel bei Dehnung allerdings nicht. Schrittlänge in Zentimetern hat bei Tai Chi am meisten zugenommen und bei Kraft auch, aber nicht so stark, Dehnung kein Unterschied. Stürze traten auf, eben in Prozent eine Reduktion von auf 29%, nicht so stark wie bei der Kraftübung und bei der Dehnung. Vielleicht noch hier Prozent der Maximalverlagerung des Körperschwerpunktes. Das ist ein Maß für das Gleichgewicht. Und das war am stärksten ausgeprägt nach Tai Chi. Also Schlussfolgerung dieser epochalen Arbeit. Tai Chi-Training reduziert Gleichgewichtsstörungen bei Patienten mit leichter bis mäßiger fortgeschrittener Parkinson-Krankheit bei gleichzeitiger Besserung von Gangfunktion und Abnahme von Sturzereignissen. Das Problem ist, eben ein entsprechendes Setting finden, wo das eben in der Versorgung gewährleistet wird. Also Tai Chi und Parkinson-Expertise zu bündeln, ist nicht ganz einfach in unseren Versorgungssystemen. Aber jetzt, was die Studie angeht, methodisch betrachtet, ist das wahrscheinlich die beste Physiotherapiestudie bei Parkinson. Krafttraining, das kann also mit Geräten erfolgen, aber man kann es auch ganz einfach machen mit eben Aufstehen und sich hinsetzen. Und das ist sehr wichtig, weil hier wird die sturzverhindernde Muskulatur trainiert, die wichtig ist für Gleichgewichtsreaktionen und um die schnellen Muskelreaktionen zu trainieren, die eben die gleichgewichtsregulierenden Reflexe unterhalten. Hier ein Beispiel für die Sinnhaftigkeit
von Krafttraining, eine einflussreiche Studie, die gezeigt hat, was Krafttraining leisten kann. Da wurden etwa 50 Patienten zugeteilt, einmal einer Kontrollgruppe, die haben erkennbar an der gestrichelten Linie, die haben ein Training mit Gleichgewicht und Dehnungen absolviert und die anderen, also richtiges Krafttraining, Muckibude, wie im Fitnessstudio mit einem persönlichen Trainer. Es ging über 24 Monate und man sieht in dem ersten Graphen, dass die Krafttrainingsgruppe eine erhebliche Besserung in der Off-Situation aufweist, über 24 Monate, immerhin 7 Punkte in der gängigen Parkinson-Beurteilungsskala. Außerdem eine Einsparung in der Dopadosis und last not least auch eine Besserung in der Lebensqualität. Im weiteren Verlauf, wenn eben Gleichgewicht ein Problem wird, also Standsicherheit nicht mehr so gut ist, dann sind Training von Ausgleichsschritten angesagt, sind zwar jetzt nicht so populär bei Therapeuten, es ist anstrengend und manche Patienten mögen es nicht. In dieser Studie konnte gezeigt werden, wenn man das über 2 Wochen, 3-mal in der Woche macht, dass man eine Zunahme in der Länge des Ausgleichsschrittes bewirken kann und auch die Initiationszeit, bis ein Ausgleichsschritt getätigt wird, konnte verkürzt werden. Haltungsstörungen habe ich angesprochen. Das ist auch eine Domäne der Physiotherapie. Hier gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen, von Strategien. Allerdings das Effektivste wahrscheinlich auch für Training ist der hohe Rollator, also ein Rollator mit verstellbaren Unterarmschienen. In der Zwischenzeit gibt es sicherlich andere Modelle, die nicht so klobig und etwas altmodisch aussehen, aber das ist das Video, was auch damals in Movement Disorders 2011 veröffentlicht wurde und hat den hohen Rollator eigentlich in die Therapie der Kamptokormie, also dieser extremen Haltungsstörung mit Beugung des Rumpfes nach vorne, eingeführt. Jetzt das Münchner Anti-Freezing-Training. Hier geht es um ein zusammengefasst, also ich kann das jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren, aber das Wesentliche ist Training im Umgang mit im Umgang von Freezing auslösenden Situationen, also enge Stellen, also zum Beispiel so eine Türschwelle wäre ein Problem. Sie haben es auch vorhin schon in dem Video gesehen, dass die Patientin versucht hat, mit Stühlen eine enge Stelle zu schaffen, um das zu trainieren, wie man das überwindet. Dann Einsatz von Cues. Cues ist ein wichtiger Begriff. Das sind Hinweisreize. Das können zum Beispiel Laserpointer sein oder es kann ein Teleskopstock sein, der eingesetzt wird, wie in der unteren Abbildung. Einübung von Bewegungsstrategien, zum Beispiel, dass man Patienten auffordert, wippen auf von links, linken und rechten Fuß wippen und dann aus dieser wippenden Bewegung dann den Gangschritt zu initiieren, zu starten. Und das muss natürlich alles automatisiert werden. Wiederholung ist ganz wichtig. Und wir haben hier auch ein Programm entwickelt, das über 2 Wochen geht, mit 3 Sitzungen pro Woche und konnten nachweisen, dass es zu einer anhaltenden Besserung des Freezings kommt.
Wer daran interessiert ist, das etwas näher sich zu Gemüte zu führen, dem kann ich gerne diesen Artikel, den ich mit Frau Schröteler gemeinsam geschrieben habe, über das Münchner Anti-Freezing-Training zumailen. Also da gibt es verschiedene Komponenten. Es gibt zunächst einmal wird das Freezing evaluiert. Man schaut, was liegt denn eigentlich vor? Wann kommt das? Jeder Patient hat unterschiedliche Akzente bei seiner Freezing-Störung. Dann kommt die Suche nach dem geeigneten Hinweisreiz. Das ist das Cueing. Dann die Strategie, wie man damit umgeht. Und Training macht den Meister. Das ist das Essentielle. Deswegen muss das auch alles wiederholt werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch zu steigern. Also wenn motorische Zusatzaufgaben dem Patienten aufgetragen werden, einen Becher zu tragen und gleichzeitig durch enge Stellen zu gehen, erreicht man eine größere Herausforderung, die den Trainingseffekt auch maximieren soll. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann mich anmailen und ich kann diesen Artikel, den man dann auch an Physiotherapeuten weitergeben kann, da steht dann sozusagen einiges drin, ja, fast kochrezeptartig, wie man vorzugehen hat, um dieses München Anti-Freezing Training einzusetzen. So, ich bin jetzt schon auch am Schluss meiner Ausführungen. Und was können Sie mitnehmen? Also motorische Symptome, allen voran die Bradyhypokinese, im klinischen Alltag auch synonym verwendet mit Akinese. Die Bradyhypokinese und die weiteren motorischen Symptome, die Trias, also jeder Medizinstudent lernt diese Trias, Akinese, Rigor, Tremor. Das definiert die Parkinson-Krankheit und auch andere Parkinson-Syndrome. Und grundlegend ist die Bradyhypokinese. Ohne dem kann man kein Parkinson-Syndrom diagnostizieren. Bisher ist die Parkinson-Therapie mit Medikamenten sowie auch die tiefe Hirnstimulation auf die motorischen, die sichtbaren Symptome ausgerichtet. Wir haben allerdings auch viele nicht so sichtbare Symptome, die im weiteren Verlauf der Parkinson-Krankheit auftreten können, die nicht vernachlässigt werden sollten. Und aktivierende Therapien wie Physio sind wesentlich in der Behandlung von Problemen wie Fehlhaltung, Gangblockaden und Stürze, Sturzprophylaxe. Außerdem hat körperliches Training, also Ausdauertraining, Krafttraining, das Potenzial, den Verlauf günstig zu beeinflussen. Die aktivierenden Therapien sind besonders auch wichtig, weil die Probleme, die hier angeführt sind, die sind häufig Probleme, die wir mit den gängigen Medikamenten und auch der tiefen Hirnstimulation nicht so gut angehen können. Und hiermit bin ich am Schluss meines Beitrags für die Parkinson-Schule und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Fragen gerne im Nachgang auch per Mail. Die E-Mail-Adresse haben Sie hier. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Auf Wiederhören.